Und du hast ja in dem Video auch wirklich gesagt, dass du jetzt einen Gehörschaden hast, ne? Also. Also ich höre die Frequenzen so 3 bis 5.000 Hertz höre ich einfach schlechter. Ich mache pro Jahr 20, 25 Veranstaltungen. So, und nach 30 Jahren habe ich einen Gehörschaden. Und stell dir mal vor, die ganzen Leute, die das nicht nur ein-, zweimal pro Woche machen oder die 25, sondern eben die 100 Veranstaltungen pro Jahr, natürlich habt ihr auch irgendwann Probleme mit dem Gehör, ganz bestimmt. Das sind zwei Faktoren, die dich taub machen. Einmal die Dauer der Beschallung und die Lautstärke der Beschallung. Moin Leute, ich hatte den DJ Vincent im Zoom-Talk. Das Ganze haben wir aufgenommen auf seinem Channel. Gibt es auch noch eine Version, die ist bereits hochgeladen. Jetzt kommt der zweite Teil. Er hat außerdem erzählt von seinem Gehörschaden nach 30 Jahren DJ-Dasein ohne Gehörschutz. Und ja, die Essenz daraus könnt ihr jetzt hören und sehen. Jetzt noch ein Beat. Ja, klar. Also ich würde von mir selber sagen, dass ich nicht sehr gut bin, aber Ja, dieses, immerhin, ne? ja, also ich denke schon besser als der normale Hochzeits-DJ. Ja, aber was heißt normaler Hochzeits-DJ? Findet das denn auch mal bei Anwendung? Ja. Und zwar Spice Girls Wannabe. Yo, Okay. yo, 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 scratch ich immer. Und dann mache ich Baby Scratch, also tschakka, 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 tschakka. Ist halt lustig. Bisschen scratchen. Weißt du, das ist ja das, was, also DJ würde man, ne, hier, du bist DJ, ach, kannst du auch scratchen? Ja, würde man sofort fragen. Also war zumindest mal so. Bei den Hochzeiten, da gucken die Leute, ach guck mal, du hast ja gar keine Plattenspieler, dann bist du kein DJ. Ja, und wenn du selbst mit diesen kleinen Jogwheels vom Denon MC6000 siehst, der ist ja nicht größer als hier die kleine Scheibe in der Mitte von der Platte, selbst wenn du damit nur ein ganz kleines bisschen, dann sind sie alle schon total begeistert und springen in Ja, die Decke. okay. Ja, Das. nicht schlecht. Also ich habe da ja auch so meine Philosophien, aber die sind eher ein bisschen anders. Sag mal ruhig. Ich bin immer auf dem neuesten Stand der Technik, versuche ich immer zu sein. Und Okay. versuche immer das Neueste vom Neuesten zu haben und immer bei dem latesten Shit dabei zu sein und Technologie for the win. Und bin der Überzeugung, alles, was dir die Technologie abnimmt, das kannst du irgendwie vor Ort mit was anderem verwenden. Sync-Button. Definitiv, klar, warum Also nicht? ich habe da mein Prime 4 und Ja. ich nehme den im Standalone. Das heißt, das Coole, was ich unterstelle, was das Coole ist, ist, dass das Standalone ist und ich keinen Laptop mehr brauche. Heißt, du stehst da auf den Hochzeiten ohne Laptop und du bist kein Laptop-DJ mehr. Ja gut, dann bist du ein Du Standalone-Mixer-DJ. hast dann nur noch den Controller vor dir stehen. Und das Geile ist, das Licht wird auch von dem Prime vorgesteuert. Ja, das ist vielleicht nicht verkehrt. Das ist schon geil. Und also ich habe wirklich gar keinen Laptop da mehr stehen. Nur noch mal das Pad, wo man da wirklich auch gute Übersicht über seine Library hat. Ja, Das Ding ist online. aber kommen dann Leute noch zu dir und fragen, kann ich mal gucken, was du alles so hast? Nee. Und weißt du auch warum? Weil die gar nicht mehr sehen, wo du drauf guckst, wo deine Musik ist. Früher war Ja. das klar. Da sind Schallplattenkoffer und CD-Koffer, da kann jeder mal gucken. Da sieht er ja, ach guck mal, da hat er die ja alle. Ne, dann sucht sich irgendjemand mal irgendeine CD raus, guckt drauf, ach, kenne ich alles gar nicht, legt sie wieder zurück und geht. Ja. Ach, okay, Und diese Frage kenne ich gar nicht, so lange bin ich noch nicht im Business. okay. Also ich mache das ja seit 1992, also jetzt ist es Okay, nice. 31 Jahre. Ja, du Ja. bist ja auch schon mit YouTube seit 2010 dabei. Ja, genau, da habe ich so das erste Video gemacht. Das war halt damals noch zu den Zeiten von DJ Fossi. Der hat das ganze, dieses ganze Vlog-Ding in Deutschland einfach total, ja, etabliert. Der hat auch das erste deutsche Vlog oder Vlog gemacht von einem mobilen DJ. Und damals habe ich gedacht, du, was der kann, das kann ich auch, aber ich hatte halt keine Ahnung, wie es geht. Und dann war das allererste Video, was ich überhaupt hochgeladen habe, war so eine kleine Mini-DMX-Show, wo ich einfach nur ein paar Lichteffekte zu ein bisschen Musik habe laufen lassen. Ja. Du hast dich aber auch schon vor die Kamera gestellt. Ich sehe ja die Thumbnails. Da siehst du noch mit braunem Haar. Ja, das ist schon ein bisschen älter, das ist wahr. Klar, ich habe dann einfach irgendwie so ein bisschen in die Kamera gelabert und habe so mein DJ-Equipment gezeigt. Ich habe damals so ein Case umgebaut, da war noch ein Numark 19 Zoll Mixer drin und ein Denon DND 4000. Mega CD-Player. Habe ich lange benutzt. Und habe dann einfach so gezeigt, was ich halt so an Technik benutze. Und habe dann auch teilweise LEDs eingebaut und so ganz viel Schnickschnack gemacht. Und meine Philosophie ist eine andere als deine. Das siehst du auch hier an dem Banner. Also ich bin eher so der Oldschool-DJ-Equipment-Sammler. Also ich bin niemals der Leader, der sich sofort das Neueste kauft. Außer vielleicht bei Phase. Das habe ich seit 2019. Hier diese kleine Kiste für die
also da kannst du das Ding, ne, nimmst drauf, legst auf die Platte, da ist so ein Magnetstreifen drauf, der das Ganze festhält und dann sendet praktisch dieser kleine Kasten hier, der sendet das Signal, wie sich die Scheibe dreht an den Computer. Ach, das ist ja cool. Dann brauchst du halt. Damit kannst du mich jetzt beeindrucken, weil ich habe keine Ahnung von Platten. Ja, okay, du brauchst keine Nadel mehr, ne? Ist das so das System, was jeder benutzt? Oder weil ich kenne nur diese weißen Rohlinge von Platten, die immer benutzt werden, da ist nichts mehr drauf. Und, aber das ist doch Timecode, ne? Ich kenne nur Timecode, Doch, es ist Timecode. Das ist Timecode, also, okay. Das Ding sendet die, also es ist so ein Bewegungssensor drin. Und der meldet praktisch an diesen kleinen Empfänger die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Ja, also. Könntest du da auch jede Platte, die du willst, drunter packen? Ja, klar. Ach, hier ist nichts. Ja. Das ist eine Plastikscheibe. Ja, okay. Ja, dann brauchst du ja keinen Timecode mehr auf dieser Platte. Aber ich kenne auch Platten, die so einen Timecode drauf hatten. Genau, also das sind hier, ne, ganz normale Traktorscheiben. Ja, da ist der Timecode natürlich noch drauf. Aber ob ich jetzt die rote Traktorscheibe oder diese angepasste Scheibe hier benutze, das macht überhaupt keinen Unterschied. Die hier haben den Vorteil, dass die, also sind so von, jetzt muss ich gerade gucken, 12-Inch-Skins, die sind reduziert um das Gewicht dieser kleinen Dinger. Also man hat praktisch eine Scheibe genommen, hat die auf die Waage gelegt, hat das hier auf die Waage gelegt und hat dann dieses Gewicht von der Scheibe reduziert oder abgezogen und dann ist jetzt das hier. Und die hat auch nochmal so eine extra Perforierung oder so eine Struktur, damit die Finger gut haften bleiben auf der Scheibe. Okay. Und wenn du jetzt schon seit 92 auflegst, hättest du da im Nachhinein auch ein bisschen was anders gemacht? Oh, definitiv. Definitiv. Was ich spiele da ein bisschen auf was an. Ich habe dich nämlich in einem Video entdeckt. Ja. Und vielleicht kommst du. Weil ich anders gemacht hätte? Ja. Ich hätte mir viel früher eine ordentliche Anlage gekauft. Okay. Also Gott, wenn ich jetzt zurückdenke, meine ersten Boxen, das waren zwei 12 Zoll, zwei Wege-Tops von Magnum hießen die. Die waren auch toll, aber ich war halt echt mega knauserig. Also ich habe den ganz einfachen Verstärker von IMG Stageline. Und wie viel hast du da so ausgegeben? 200 Mark, glaube ich. Oh Gott, also, ja gut. Echt nicht viel. Ja. Und dann. Ich habe meine erste Anlage war von Thomann 1400 Euro. Wow, siehst du? Das ist schon auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mit ja, zwei 12ern und dann die Tops und ja. Ja, ist doch absolut in Ordnung. Und im Prinzip könnte ich die immer noch benutzen. Ich benutze sie nur nicht, weil sie nicht so handlich sind. Also vom Sound her war ich damit voll zufrieden. Ja, klar. Also das Thomann-Zeug ist gar nicht so schlecht. Also man muss es natürlich immer im Vergleich hören. Das ist das, was ich jedem empfehle, der sich Lautsprecher kaufen will. Die Lautsprecher, die du dir ausgesucht hast, nochmal gegen andere Probe zu hören. Ja, vielleicht Lautsprecher, die 50 oder 100 Euro teurer sind und gegen Lautsprecher, die 50 oder 100 Euro billiger sind. Ich finde das schwierig, weil immer wenn du Probe hörst, dann bist du in einem Laden von Lautsprechern und die Akustik in diesen Läden, die ist auch Rotz. Klar, natürlich. Ja, aber und, was aus den Im Prinzip ist der Raum noch viel wichtiger, natürlich die Box muss eine gewisse Grundvoraussetzung geben, dass zum Beispiel von der Physik her, dass das irgendwie 12 Zoll ist, dass damit überhaupt ein Bass rauskommt oder dass die Top-Teile halt irgendwie gut gebaut sind, keine Ahnung, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber wenn der Raum scheiße ist, dann kannst du die 10.000 Euro Anlage haben und es klingt wie Müll. Ja, das ist wahr, das ist echt wahr. Ja, aber also damit man zumindest mal so einen Eindruck hat, wie eine billige gegen eine teure Box klingt. Ja, und dann verkneift man sich vielleicht die billige Box für 3-4 Monate, bis irgendwie die nächsten 50 oder 100 Euro angespart sind und dann mietet man vielleicht für die nächste Veranstaltung erstmal was und dann kauft man sich irgendwas. Aber nochmal, um zurückzukommen auf deine Frage, was hätte ich anders gemacht? Ja, genau. Ich habe an vielen Stellen Equipment gekauft, was ich nur einmal gebraucht habe. Ich war total fasziniert. Aber lass uns mal, ich gehe mal weg davon. Ich nehme ein bisschen die Moderationsschiene hier. Ja. Du hattest nämlich ein Video rausgebracht, das Ende meiner DJ-Karriere. Oh Gott, ja. Und jetzt dachte ich, das Erste, was dir einfällt, ist deine Gesundheit. Und das Erste, was dir aber einfällt, ist Equipment und noch geilere Boxen kaufen. Nee, nicht noch geilere. Also noch lautere. Nein. Ist mir schon klar. Hinreißen lassen dazu, zu oft Lautsprecher zu kaufen, die ich, wie gesagt, nur einmal gebraucht habe. Du hast natürlich recht, das ist wahrscheinlich das Naheliegendste. Einfach mal 150 Euro für ordentliche Ohrenstöpsel zu investieren.
Nämlich, da möchte ich auch jeden Kollegen immer hier mal drauf Werbung machen. Kauft euch Ohrschutz. Also ich habe jetzt zum Beispiel Elazin, aber ihr müsst nicht Elazin kaufen. Ich habe hier sind einfach so zwei kleine Dinger und die kosten nicht viel. Und wenn man die im Ohr hat, hört man fast genauso wie alles nur ein bisschen leiser. Genau, also es reduziert nicht irgendwie einen Frequenzbereich, sondern den gesamten Frequenzbereich. Man kann die Filter, die da drin sind, austauschen. Ich habe welche mit 15 oder sogar mit 25 Dezibel. Ja, war mir zu viel, ich habe nur 15. Ja. Und das Geile ist, die kannst du halt auch unter den Kopfhörern, also hier die Sennheiser HD25, kannst du da drunter tragen, du fühlst das nicht. Ja, das ja ist also nicht die haben schon so einen gewissen Unterdruck in den Ohren. Aber es ist jetzt nicht unangenehm, dass du nicht da, dass du nach einer halben Stunde denkst, oh nee, nehm ich lieber raus, weil höre ich nicht so gut. Ist schon eine kleine Gewöhnungssache, aber ich finde immer, das muss man machen. Und das Ding ist, die DJs, die checken das nicht. Ich kriege nämlich unter meinen Videos, wenn die sehen, dass ich Gehörschutz habe, so Kommentare, kommen so, ich verstehe nicht, wofür du als DJ Gehörschutz brauchst. Erstens, du bist hinter den Boxen. Zwei, wenn du schon Gehörschutz brauchst zum Auflegen, sollte man es gleich sein lassen, einfach unnötig. Ich habe die Kommentare gesehen. Die sind sowas dumm. Die sind wirklich sowas verdumm. Wenn du zwischen den Lautsprechern stehst, ne, du hast, ich nehme mal hier meine beiden Platten, ja, und das Mischpult, das ist der offensichtlich der DJ. Ich habe hier Schall, der entsteht, und ich habe hier Schall, der entsteht. Ja, klar, die hohen Töne, die werden eher nach vorne abgegeben, aber gerade die tiefen Frequenzen, die gehen omnidirektional, also in alle Richtungen wie eine Kugel auseinander. Und die treffen sich genau in der Mitte, da wo du stehst. Das heißt, das, was nach vorne rausgeht, ist in der Mitte doppelt so laut. Wahrscheinlich. Vielleicht sogar noch lauter. Wobei ich da jetzt aber nicht die Hand fürs Feuer. Also, wenn du direkt auf der Tanzfläche stehst, so direkt vor den Boxen, dort, wo der Sweet Spot ist, dann hast du wahrscheinlich noch die lautere, aber das ist so zwischen den Boxen, ist auch das zweitlauteste. Definitiv, ja. Und gerade da, wenn du da den ganzen Abend stehst, 8 Stunden und Vollgas gibst, natürlich brummt dir dann hinterher das Trommelfell. Ja. Ja, nicht vermeiden. Und da ist 150 Euro investiert wirklich gut. Oder ich stelle mich als DJ sowieso nicht mehr zwischen die Boxen, sondern versetzt davon. Ja, ja, ist auch eine Kosmetiksache und auch manchmal eine Platzfrage. Klar, wenn ich die ganzen, also es gibt bei Facebook so eine Gruppe Amazing DJ Setups, ja, und da ist immer der DJ in der Mitte von den Lautsprechern. Und ich denke mir immer, Leute, ja, sieht geil aus, gar keine Frage, aber also seitdem ich Gehörschutz trage, überhaupt kein Problem mehr mit. Ja. Stehe ich auch gerne gegen zwischen den Boxen. Ja klar, ich meine, das ist natürlich toll und sieht einfach wirklich viel besser aus, ohne Frage. Aber für mich ist das mittlerweile, ich versuche es, wenn es geht, nicht mehr dazwischen zu stehen, sondern irgendwie eine links, eine rechts und dann weiß ich nicht, höre ich auch, ist eine Geschmacksfrage. Und also, du trägst jetzt Gehörschutz, ne? Jetzt im Moment? Nein, jetzt auf deinen Hochzeiten oder Events. Einfach. Ich habe immer dieses kleine Döschen mit den Dingern. Ja, wenn du Party machen gehst auch? Ich gehe nicht mehr Party machen. Ich bin von mir, ich habe einen kleinen Sohn. Naja, du bist ja vielleicht mal auf einer Hochzeit und auch vielleicht auch mal auf einem Konzert oder so. Lass mich raten, das letzte Konzert, wo ich war, war mein eigenes. Ich habe bei mir auf dem Kanal, es gibt ein Video vom 8. Dezember 2022, da war ich im Berliner Keller, das ist eine kleine Location, und da habe ich 4 Rap-Acts unterstützt als DJ. Also ich habe so ein bisschen den MC gemacht, den Moderator an dem Abend, habe die Musik für die eingespielt, und das waren 4 Gruppen, Kado aus Darmstadt, Aziza hier aus Frankfurt, Benedikt Alpha und Akis, auch aus Frankfurt, und ich habe praktisch den Abend organisiert, habe die Technik gemacht, meine Platten und so weiter, und ja, das war so das letzte Konzert, wo ich war. Okay. Ja gut, dann kommst du damit tatsächlich vielleicht nicht mehr so in Berührung. Ich bin gut 37 und habe eine Frau, die sehr musikinteressiert ist. Ich musste auch manchmal auf Rockkonzerte, obwohl ich so der Elektromusiker bin. Aber gerade die Rockmusikerkonzerte, die drehen die Höhen auch manchmal so britzelnd auf, dass das echt weh tut. Bin ich jedes Mal froh, dass ich meine Gehörschutz dabei habe. Ich habe in den 2000er Jahren als Verkäufer von Merchandising, also Merchandising verkauft auf Festivals. Also hier Hurricane Festival und das Mera Luna Festival, da war ich, und ich war auch auf dem auf der Nature One in Castellón. Das ist mega anstrengend. Also, weil du kriegst wirklich wenig Schlaf. Wir schlafen ja nicht auf dem Zeltplatz oder so, sondern wir schlafen auf dem Festivalgelände, und dann geht wirklich bis morgens 5, 6 geht da die Musik. Dann kommen die Reinigungsmaschinen, die auch nicht gerade leise sind, und dann ab, ich weiß nicht, 10 oder 12 geht's wieder los. Und das 4, 5 Tage am Stück, danach bist du fertig mit Nerven. Also auch wirklich gerade die Nerven, da muss man wirklich aufpassen, dass man am letzten Tag sich nicht gegenseitig mit dem Messer an die Kohlen geht. Ja.
Und du hast ja in dem Video auch wirklich gesagt, dass du jetzt einen Gehörschaden hast, ne? Also. Ja. Also ich höre die Frequenzen so 3.000 bis 5.000 Hertz höre ich einfach schlechter. Das ist so. Schon ziemlich die Stimme, ne? Ja, genau. Das ist interessant. Merkwürdigerweise ist es genau die Stimmlage von meiner Frau. Und es ist wirklich so, in der Wohnung, es muss nur irgendwie neben mir das Radio laufen oder die Kaffeemaschine oder meine Frau ist in einem anderen Raum. Ich höre sie nicht. Also wesentlich schlechter. Ich höre zwar, sie sagt, weil ich nicht genau verstehe, was sie sagt, reagiere ich dann einfach gar nicht drauf. Ja. Oder ich kann hinterhergehen und sagen, hier, Entschuldigung, ich habe sie nicht verstanden. Auch Kommentar, den man so kriegt, ist, was sollen denn die Gäste denken, wenn du Hörschutz trägst? Was sollen die denn denken? Da habe ich noch nie, bin noch nie zu angesprochen worden, aber was sollen die denn denken? Was denkst du dir denn? Also natürlich sagst du dann, ja, ich bin professioneller DJ, ich kann mir es nicht leisten, hier 8 Stunden und jedes Wochenende und das kann man vielleicht mal einmal im Monat machen ohne Gehörschutz, aber... Die Sache ist ja die Gäste, die auf der Hochzeit sind, die sind einmal da. Ja. Ja. Du hast es ja vorhin, also in dem anderen Video, was wir vorhin gemacht haben, hast du ja gesagt, du machst 30 Events pro Jahr. So, ich hab, das ist wenig, ne? Also wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, die Stars oder die jetzt hier ständig auf Tour sind bei uns in der Stadt, zum Beispiel DJ Toddy, kennst du vielleicht, keine Ahnung, der macht pro Wochenende 2 bis 3 Gigs. Und zum Beispiel im Januar, Februar, also ist der in einer Location, macht da Freitag, Samstag, Sonntag eine Kohlfahrt. Also das ist irre. Oder Sonntag dann noch Kinderdisco. Ja, das ist so. Das sind locker mal 150 Veranstaltungen pro Jahr. Ja gut, ich glaube, so krass ist er nicht unterwegs, aber du kannst aber es echt hochhauen bis auf 100, über 100 Veranstaltungen im Jahr. Also. Ich habe, das war, lass mich lügen, Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, war das. Ich habe in Marburg studiert, also in Mittelhessen, 90 Kilometer nördlich von hier und ich habe Musik gemacht in Willingen. Das ist so Richtung Sauerlandstern da, Nordhessen. Und da gab es DJs, die haben wirklich, die haben davon gelebt. Ja, da waren also im Sommer, in den Sommerferien, auch so durch die ganze Sommerzeit, Montag bis Sonntag waren da die Locations offen. Da war fast jeden Abend Disco und dann sind die wirklich nur, also die DJs haben sich praktisch die Klinke in die Hand gegeben und haben dann da teilweise 4-5 Abende pro, also nicht nur, das muss man nochmal korrigieren, nicht nur Abende, sondern es gab eine Tagschicht 10 bis 18 Uhr und eine Abendschicht 18 bis 3 oder 19 bis 3. Das war dann die Nachtschicht. Und teilweise haben die Leute wirklich dann 2 Schichten am Tag gemacht. Also eine vormittags, ne, von 8 bis, oder von 10, 11 bis abends um 6 oder 7 und dann hinterher nochmal eine Schicht. So, und das sind 2 Faktoren, die dich taub machen. Einmal die Dauer der Beschallung und die Lautstärke der Beschallung. Und wenn wir auf die Dauer gucken, wenn du 8 Stunden am Stück Vollgas gibst und das 4-5 Tage die Woche pusht, also wirklich am Stück, natürlich kriegst du das. 4-5 Tage, weiß ich nicht, da, das ist glaube ich selten, aber... Ja, natürlich ist das selten, aber überleg doch mal. Und selbst das ist doch gut. Ja, und ich mache vielleicht, also in Ausnahmefällen habe ich ein Doppelwochenende Freitag, Samstag. Ich mache pro Jahr 20, 25 Veranstaltungen. So, und nach 30 Jahren habe ich einen Gehörschaden. Und stell dir mal vor, die ganzen Leute, die das nicht nur 1-2 Mal pro Woche machen oder die 25, sondern eben die 100 Veranstaltungen pro Jahr, 4-mal so viel, ja. an 3-4 Tagen, also nochmal, mal 12, die Veranstaltungen, die ich mache, mal 12. Ja, und natürlich habt ihr auch irgendwann Probleme mit dem Gehör, ganz bestimmt. Ja, ich kann mir das ja auch schon nicht leisten, weil ich ja noch Musik produziere und da müsste der Gehörgang ja möglichst linear bleiben über eine lange Zeit. Sonst irgendwann kannst du dann auch abgeben an die anderen. Ja. Naja, ich glaube, wir haben eine ganz gute Zeit hier zusammengekriegt. Ja, es sind, glaube ich, schon 5 Stunden, 20 Minuten oder so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet etwas daraus ziehen. Schaut mal auch beim DJ Vincent vorbei. Bis nächstes Mal.